ihr Lieben, ich bin total aufgeregt, denn ich habe jetzt gerade mal will eine Trainingssession machen und mal ein bisschen ausprobieren, wie das neue Hyrox-Programm sich so anfühlt. Und gerade für uns Läufer ist der mega wichtig, dass du auch nicht immer nur läufst. Die meisten laufen ja immer nur. Und ganz viel, die körperliche Fitness wird total unterschätzt, wie die einen weiterbringen kann. Und jetzt gibt es endlich mal ein Event, was ich auch cool finde, genau auch für den Winter, wo man jetzt gar noch nicht die schnellen Zeiten braucht, aber viel Power, Kraft, Ausdauertraining ganz wichtig ist. Und da ist Hyrox für mich mega. Und was steht da an? 8x1000 Meter laufen, dann musst du was schieben, dann das allerschlimmste Burpee Pro Jump, geht gar nicht. Pharma Carry, okay, kann man auch machen. Zum Schluss kommen dann irgendwann die Ball Balls, die killen dich. Zum Glück kommen die zum Schluss. Ich muss noch richtig viel trainieren. Ich werde, glaube ich, heute sterben, obwohl ich nur 400 Meter laufe und auch bei den Lunges nicht das komplette Gewicht habe. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich glaube, ihr müsst auch mal anfangen, oder? Eine Runde, lass auslaufen. Okay, komm. Hoch und runter. Da komme ich gar nicht voran. Nice. Jetzt von hier bis hier, hier geht's los, hau ab und wieder bis hierher, 400 Meter. Gib Gas! Und dann? Das ist ja gleich los, aufkommen, komm jetzt wieder. Ja, zieh durch, egal wie Pause. Kann ich mal trinken? Warte, kurz Pause. Bahnen A 50 Meter. Das ist natürlich jetzt Challenge meines Lebens, echt. Das Marathonlaufen gar nichts. Gegen Mann. Es sind noch 70 Dinger. Yes.